Säbelrasseln oder echte Drohung? Kaum war klar, dass der UN-Sicherheitsrat über neue Sanktionen gegen Nordkorea abstimmt, reagiert Pyongyang prompt und provozierend. Tausende Nordkoreaner werden mobilisiert. Die Botschaft an die Welt soll klar sein: Das Volk steht hinter der Führung. Solange uns die US-Imperialisten mit nuklearen Waffen bedrohen, werden wir zum Gegenschlag mit verschiedenen nuklearen Präzisionswaffen ausholen. Ein weiterer Anlass für die Eskalation: das gemeinsame Militärmanöver von Südkorea und den USA. An Fall Eagle nehmen rund 10.000 US-Soldaten teil. Nordkorea droht nun damit, den 60 Jahre währenden Waffenstillstand mit dem Süden aufzukündigen. Die Feinde bereiteten einen Angriff vor. Ein Grund für den Norden, ebenfalls ein Manöver zu starten, in ungewöhnlich großem Umfang. Seit Wochen wird der Ton schärfer. Statt Aussöhnung mit dem Süden, wie sie der neue Staatschef Kim Jong-un angekündigt hatte, immer neue Drohungen und neue Tests. Im Dezember war es eine Langstreckenrakete, Mitte Februar eine unterirdische Atombombe, die dritte seit 2006. Genau darauf reagiert die UNO nun mit neuen Sanktionen. Selbst Pyongyangs Verbündeter China steht hinter den neuen Strafmaßnahmen. Sie sollen die Elite in dem abgeschotteten Land treffen.